Hey Leute, ich bin's wieder. Wie ihr seht, trainiere ich noch, bin noch da, ist noch alles gut. Es gab ja die letzten Wochen von mir nicht so viele Videos, also keins. Ich weiß nicht genau, das letzte ist irgendwie 3 Wochen her oder so. Das hat, ja, verschiedene Gründe, ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche jetzt erstmal wieder mehrere Videos zu machen. Es scheint aber wohl so, als könnte das erstmal nicht in dieser schönen, hohen Qualität weitergehen. Wir müssen damit leben, dass ich nur eine 700D mit der Standardlinse habe und keine 5D Mark III oder eine Panasonic Lumix GH4. Eine der beiden Kameras, die ich mir gerne kaufen würde, habe ich leider nicht. Deswegen ist die Videoqualität ja jetzt so, wie sie halt ist. Außerdem kann ich leider halt auch nicht so gut schneiden. Ich habe nur irgendwie Sony Vegas und da kann ich auch nur so die Basics. Naja, ich versuche auf jeden Fall die Videoqualität mit meinen Fähigkeiten so gut wie möglich zu halten. Und das dazu in der nächsten Zeit nochmal mehrere Videos zu bringen. Aber ich denke mal, eine Sache zum Stand der Dinge. Ich hatte ja damit aufgehört, ich bin ja jetzt, ne, auf Masse! Gott sei Dank sieht man es in diesem Shirt nicht so, wie fett ich eigentlich bin. Aber das zeige ich euch gleich nochmal ohne Shirt. Wiege jetzt 101 Kilo etwa. Und meine Ernährung, ich habe mal vor ein paar Wochen, Monaten, was ich da mein Full Day of Eating gemacht mit 5800 Kalorien. Das war es auch etwa so. Das war wirklich mein durchschnittliches Essen so für die letzten 3 Monate, 2,5 Monate und also auch immer so 5800 Kalorien und auch mit der Makroverteilung etwa so. Ich habe dann aber irgendwann halt einfach aufgehört mit dem Tracken und auch mein Body Media abgenommen, weil ich halt einfach so gegessen habe, wie ich das wollte. Also ich hatte zwar das, habe alles eingetragen immer und mein Body Media umgehabt, aber ich habe halt einfach habe mich nicht davon beeinflussen lassen, sondern halt, wenn ich gerade irgendwie dachte, ach, das esse ich, dann esse ich das und nicht so, oh, jetzt habe ich schon so viel gegessen, jetzt esse ich noch was oder ah, jetzt müsste ich aber eigentlich noch das und das essen. Na gut, also ich habe schon darauf geachtet, dass ich ausreichend Protein bekomme, sonst wäre das ganze schöne Training umsonst, ne? Aber gut, ich denke, ich werde mal gucken, vielleicht nochmal zeigen, was ich esse und vielleicht auch so eine Serie machen, so Vlog-mäßig. Wieder mehr von meinem Training zeigen, aber jetzt könnt ihr erstmal gleich sehen, wie fett ich geworden bin. Boom, so fett bin ich. Warte, machen wir die Kamera mal ein bisschen anders. Oh Gott, schaut euch das nicht an. Guck mal, ist das Licht okay? Ich wirke hier natürlich extrem weiß, ne? Aber man so entspannt, so ein bisschen Sixpack. Ist noch da, ne? Ja. So ein bisschen Trizeps ist auch noch da. Sieht natürlich auch noch einfach mal viel schlechter aus, weil ich so weiß bin. Weil das Licht hier so weiß ist und so weiter. Aber trotzdem, also Fett ist ordentlich da, ist ja logisch. Wenn man 20 Kilo zugenommen hat, dass das nur Muskeln sind, gerade in 2 Monaten ist das sehr unwahrscheinlich. Naja, aber gut.
Meine Beine sind immer noch dünn. Ich weiß, ich kann ich dir mal kurz zeigen. Meine dünnen Beinchen. Ah. Und aus diesem Grund will ich das jetzt erstmal noch weitermachen. Also ich werde jetzt noch weiter Masse machen, ne? Viel essen und so, damit auch schön was aufgebaut wird an den Armen und an den Beinen und vor allem auch Kraft, ne? Ich möchte auch schön stark werden. Rekorde brechen ist schwierig, also dann, ich meine jetzt Weltrekorde, da muss man dann gucken, das hat dann auch viel mit Winkeln und ne, Hebelwirkungen von Oberkörper, Unterkörper, wie lang ist der Oberschenkel und so ein Kram, da weiß man natürlich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, nur durch Hard Work und so, kann man nicht unbedingt dann gleich Weltrekorde brechen, aber man kann auf jeden Fall schon sehr weit kommen, also wie gesagt, hab mir 300 Kilo Kreuzheben, mindestens so schnell wie möglich. Dieses Jahr wird vielleicht doch noch ein bisschen eng, da ich jetzt gar nicht Kreuzheben mache. Ach genau, das habe ich ja ganz vergessen zu sagen. Eigentlich sollte dazu noch ein Video kommen, aber irgendwie ist das verschollen gegangen. Ich bin ja am Überlegen, was mache ich jetzt mit meinem Kreuzheben? Und ich habe jetzt angefangen mit Sumo. Und das ist okay. Ich kann Sumo machen, aber das Doofe ist dabei, das macht richtigen Beinmuskelkater. Und nachdem ich Sumo gemacht habe, kann ich erstmal eigentlich praktisch die ganze Woche danach nicht mehr Beine trainieren. Teilweise kann ich gar nicht mehr richtig gehen, nachdem ich Sumo gemacht habe. Und das ist natürlich so ein bisschen doof, ne? Hat er mich aber die ganze Zeit nicht fokussiert gehabt? Oder war das nur gerade eben? Oh Gott. Auf jeden Fall, ich mache jetzt Sumo. So lange, bis ich wieder conventional machen kann. Oder vielleicht fühle ich mich auch irgendwann mit Sumo wohler, das weiß ich nicht. Aber im Moment kann ich halt kein conventional machen, deswegen mache ich Sumo. Und mal gucken, wie das da vorangeht. Zu meinen Kraftwerten. Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich möchte 150 Kilo Bankdrücken machen vor der FIBO und 200 Kilo Kniebeuge. 150 Kilo Bankdrücken habe ich geschafft, 200 Kilo Kniebeuge. Habe ich keinen Tag mehr gefunden, an dem ich das machen konnte. Weil wie gesagt, ich habe halt Sumo gemacht und danach waren meine Beine immer so Schrott. Wenn ich dann teilweise nicht mehr richtig gehen konnte oder nicht schlafen konnte, weil ich so krassen Muskelkater hatte, dann ist es natürlich schwierig, da einen neuen Maximalversuch bei Kniebeugen zu versuchen. Und ich denke, irgendwann die nächsten Wochen werde ich das nochmal probieren, Maximalkraftversuch, und dann mit dem Ziel 200 Kniebeuge zu machen. Aber jetzt erstmal, ja, konnte ich halt keinen Zeitpunkt finden, das auszuprobieren. FIBO ist ja jetzt leider vorbei und kann man sagen, habe ich halt nicht geschafft. Aber ja, so geht's halt weiter. Ich weiß nicht genau vom Gewicht her, wie weit ich noch will. Also ich weiß auf jeden Fall, meine Beine sind noch zu dünn und zu schwach vor allem. Und sonst, da weiß ich nicht, Rücken und Brust ist eigentlich okay. Und dann vor allem halt Arme und Schultern möchte ich noch ein bisschen dran arbeiten. Also wenn ich jetzt sozusagen nochmal kurz Beine, Arme, Schultern so, und wenn die dann auf einem Level sind, wo ich sage, jo, das ist schön, dann könnte ich möglicherweise auch mal mit dem Körperfett wieder ein bisschen runtergehen. Muss dann natürlich gucken, wie weit ich mit der Kraft bin und so weiter. Aber so ist erstmal der Stand der Dinge. Ich versuche demnächst mehr Videos zu machen, auch mehr informative Videos. Leider nicht mit der Qualität, wie ich sie gerne hätte, weil ich das einfach nicht kann. Von der Hardware und von der Software, keine Ahnung, weil ich nicht so gut editieren kann und so weiter. Aber ich tue mein Bestes und das war's erstmal. Ciao.